Aber hast du gewusst, dass du darin auch Wasser abkochen kannst? Eine Rettungsdecke oder einen Survival-Poncho. Diese Teile sind wirkliche Lebensretter. Sie halten dich trocken und warm. Warum? Wasserdicht, winddicht und reflektiert deine Wärme. Das sind gute Voraussetzungen zum Überleben, oder? Das hier ist mein Survival-Poncho. Billige Eigenwerbung kriegst du natürlich auch bei mir im Shop. Nein, ich möchte nicht Lady Gaga Konkurrenz machen. Das Ding ist jetzt so warm, ich muss es ausziehen. Ich fange jetzt schwitzen an. Dieses Teil ist wasserdicht. Deswegen zeige ich dir jetzt, wie du mit Feuer, Steinen und Rettungsdecke Wasser kochen kannst. Also so wie immer, du suchst ein paar Steine. Aber aufpasst, dass sie nicht giftig sind oder explodieren können. Also ein bisschen was muss man schon wissen. Aber du weißt ja, man kann nicht alles überleben. Dann ein schönes Feuer anzünden. Steine rein und warten. Lange warten, lange warten. Umso größer die Steine, umso länger musst du warten. Aber umso länger geben sie auch Hitze und Energie ab. Während die Steine vor sich hin heiß werden, hast du jetzt eine wunderbare Aufgabe. Und zwar graben, ja, ein bisschen ein Loch graben. Mit einem Spaten hast du natürlich der König. Niemals benutzt ein Messer, niemals, nie, wirklich. Außer das ist irgend so ein Glockfeldmesser. Ja, die sind eh dafür gemacht, das sind eigentlich Grabmesser. Aber egal, mach einen Stock und mach das doch. Dann mit der Rettungsdecke auskleiden, Wasser rein. Und dann wird gekocht. Das Wasser ist natürlich jetzt schmutzig, aber es ist sicher, weil es abgekocht wurde. Und mir ist auch klar, dass diese Decke aus Kunststoff ist und dass das auf Dauer nicht gesund ist. Es geht hier nur um eine Notfalltechnik. Also Kinder, nicht nachmachen. Wenn dich eine längere Erklärung mit dem Wie, Was, Wann, Wo interessiert, dann komm auf reinirossmann.com. Dort hast du die Übersicht über all meine Kanäle und es gibt einen Brabbelblabla-Kanal. Dort beschreibe ich das im Detail, warum und weshalb und wieso. Und wenn du sagst, genug Information, Reini. Dann denk dran, sauberes Wasser ist nicht sicheres Wasser. Nur gekochtes Wasser ist sicheres Wasser.